Liebe Zeitreisende, seid uns ganz recht herzlich willkommen hier im seltsamen Wüstenstadtgebilde, das mal vielleicht irgendwann Hill Valley gewesen ist. Und wir waren ja beim letzten Mal hier und haben den Kaktus ein bisschen verschönert mit einem netten Cowboy-Hut. Ne? Die gute Edna irgendwie ist ein bisschen durch den Wind, so geistiger Natur. Der gute Emmett hat Angst, dass er ihre Holzzähne küssen muss. Und wir wollen jetzt hier mal uns noch ein bisschen umgucken. Weil ich hatte ja letztes Mal den Hut hier aufgesetzt und mal gucken, ob sie darauf reagiert. Mal gucken, ob jetzt mit Hut alles besser wird. Hilf mir mal, Danny. Sprich nicht mit ihm. Ich lasse nicht zu, dass du Sachen über mich verbreitest. Okay, das hatten wir schon. Jetzt mal ganz kurz gucken. Wir hatten ja ein Saloon-Schild. Können wir das auch noch an den Kaktus machen? Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, dann sollte man das vielleicht mal ausprobieren. So, was haben wir hier sonst noch für schöne Dinge? Da kamen wir ja nicht rein. Okay, hier ist auch eine tote Wand. Was haben wir da? Können wir da irgendwie klicken? Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, will er nicht? Matti, dann was machen wir jetzt? Also gut, wir haben... Da haben wir aber auch schon reingeguckt. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß da nicht, was passiert. Okay, dann nehmen wir es mal wieder weg. Mary Pickford. Okay, das hat... Wo könnte sie nur ein... Ja, hatten wir Mary schon. Pickford. Fuck, pardon, falscher Knopf. Ich habe jetzt ein bisschen nicht gespielt, aber da haben wir irgendwie auch schon... Oh, was ist das? Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ein Schild einer Schmiede. Blacksmith. Ob das wohl noch von Doc ist? Sind wir hier am Schilder sammeln oder was? Ist ja unglaublich. So, das war, da hatten wir mit Feuer gespielt. Das war wohl nicht so in ihrem Sinne. Okay, da guckt er nur rein und denkt sich seinen Teil. Ja, ich kann warten. Okay, pass mal auf, da machen wir nämlich jetzt mal Folgendes. Sind wir schon hier, denn ne, vielleicht geht's ja zum Schmied, ne? Ein bisschen Schmied. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, gucken wir jetzt mal mit dem Schild, aber dann ist er aus dem Scheiß aus dem Saloon machen können. Macht er. Mal eine andere Lokalität. Ich bin weit über die Fähigkeit rationalen Denkens hinaus entsetzt. Er macht das. Er packt das Saloon-Schild an das Scheißhaus. Ja, ich kann warten. Okay, das war also gar nicht so schlecht. Hier haben wir jetzt diese Bimmelbammelei, eine schöne Bimmelbammelei. So, aber haben wir denn sonst noch irgendwas? Das ist nur das jetzt. Das Saloon, was hier oben. Können wir denn hier. Ah, Moment, wir können ja. Okay, wenn das da klappt, vielleicht können wir jetzt hier an den DeLorean das Schmiedschild machen. Ist ja auch ein bisschen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was dann passiert. Hier vielleicht. Tauschen gegen Beware of the Cat? Ich weiß nicht, was dann passiert. Was weißt du eigentlich, Marty? Können wir das abfackeln? So, hier machen wir ein bisschen Zunderholz oder so. Ist ja auch süß, so ein bisschen schmiedetechnisch aus, ne? Ich weiß nicht, was dann passiert. Du weißt doch gar nichts, Alter. Bitte mal hier. So, okay, da haben wir jetzt einen Saloon aus dem Pott gemacht. Hier komme ich auch nicht weiter. Ich will noch mal ganz kurz... Okay. Da die Tür kamen wir nicht rein. No Entry können wir nicht anklickern. Haben wir denn sonst noch irgendwas zu klickern? Edna, was ist das denn? Wo geht denn jetzt hin? Ich weiß nicht, was dann passiert. Achso, Moment, pardon. Ich muss mal ganz kurz hier das Schild rausnehmen. So, jetzt nochmal. Das ist Fenster. Ednas Großvater, Marshall Strickland. Das ist dasselbe Bild, das ich in Ednas Wohnung gesehen habe, damals. In der Zukunft. In der Zukunft. Im allerersten Teil, in der ersten Episode. Wer erinnert sich? So, was haben wir hier sonst noch? Moment. Könnte man das Schild nicht auch anklickern? Nee. Okay, dann nehmen wir ganz kurz hier mit Doc quatschen, ob der noch was zu verkaufen hat, ey. Doc, Alter. Helfen Sie mir bitte bei etwas. Ja? Was denn? Moment. Wie ist Edna in der Vergangenheit? Was wird das uns werden? Woran versucht sie sich zu erinnern? Okay, fragen wir mal. Ich bin mir nicht sicher, wonach sie sucht. Hat Detective Parker Edna auf der Expo etwas getan? Aber ja, er wollte sie verhaften. Das muss es sein. Wie können wir ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Edna ist durchgedreht. Woran versuchst du... Was wird aus uns werden? Ja gut, wie ist in der Vergangenheit? Genau, das würde mich mal interessieren. Weil die Zeitachse war ja irgendwie auf ganz andere Dinge eingestellt. Will ich mal wissen. Doc, erklär mir das doch bitte mal. Edna ist mit dem DeLorean in die Vergangenheit gereist. Warum ist sie nicht zurückgekommen? Stell dir vor, du würdest unverhofft von einer dubiosen Zeitmaschine in die Vergangenheit katapultiert. Würdest du das nochmal riskieren? Vielleicht schon. Auf jeden Fall sogar. So, was, können wir das noch hören? Wann sie gestorben? Okay, das ist eine gute Frage. Ob wir, ja, gucken wir mal. Vielleicht können wir die Zeitleitung überprüfen, damit wir sehen, wann sie gelandet ist. Könnten Alter, wir, wenn noch etwas von den Zeitleitungen übrig genau, wäre. Die aber ich fürchte, wir sind längst verrostet. Ja.
Wie hat der DeLorean denn Zeit aufgegeben? Wann hat er das Zeitliche gesegnet? Der DeLorean, meine ich. Dieses Fahrzeug ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Betrieb gewesen. Das, was Hill Valley zugestoßen ist, ist wohl auch ihm zugestoßen. Aber wie viel Zeit braucht denn so eine Karre, um so zu verrecken, liebe Leute? Ja genau, Edna ist voll crazy. Wissen Sie, ich hatte in letzter Zeit oft mit Edna Strickland zu tun. Ich habe sie alt und jung gesehen, aber nie so... Total verrückt? Ja, richtig. Genau. Total crazy. Wie ist sie bloß so geworden? Wie denken Sie, ist Edna so geworden? Ich würde meinen, Ednas Schuldgefühle zusammen mit dem Trauma der Zeitreise haben sie dazu gebracht, ihre Erinnerungen zu verdrängen. Wenn wir herausfinden wollen, was passiert ist, müssen wir diese Blockade durchbrechen. Möglichst bevor uns die Wellen der Zeit ak... Genau, wir werden nie zu ihr durchkriegen, obwohl... Denken Sie wirklich, wir können zu Edna durchdringen? Sie scheint neben sich zu stehen. Wie stark unterdrückte Erinnerungen auch sind, eine geeignete Stimulation kann sie zurückbringen. Wir müssen nur die richtigen Ansätze finden und sie auf den Weg der emotionalen Besserung bringen, bevor die Zeit gerade uns ausradiert. Sicher. Kein Problem. Man verliert schon unter besseren Voraussetzungen die Orientierung. Jetzt stell dir mal vor, man ist vollkommen unvorbereitet. Besonders wenn der Geist nicht an Chaos gewöhnt ist. Also mein Geist ist zwar an Chaos gewöhnt, aber ich bin hier so durch den Wind, ich weiß hier gar nichts mehr. So, wir werden nie zu ihr durchdringen, was soll das mal? Trixie, okay. Unglaublich, dass mein Großvater Trixie geheiratet hat. Was machen wir nur dagegen? Das ist ein ernstes Problem, aber wir müssen das leider zurückstellen, bis wir uns um diese unsägliche Katastrophe gekümmert haben. Noch was? Nee. Ich denk mir was aus. Ja, genau. Das wirst du sicher. Ja, genau. Ich muss aber mal ganz kurz was gucken, liebe Leute. Und zwar Hilfe und Einstellungen, denn aktuell ist da wieder, dass der Dings hops. Ihr wisst, ich gehe mal eine Qualität ein runter, zurück. Ich hoffe, dass das jetzt... Weil bei den Kommentaren rutscht er immer ganz nach unten. Und das macht er eigentlich nur, wenn er irgendein Problem hat. Ich will mal ganz kurz... Können wir denn Schmied... Hatten wir das schon probiert? Blacksmith hier mit dem Kaktus? Ich weiß nicht, was dann passiert. Dann quatschen wir nochmal mit Edna him herself. Etuli! Das wird ihre Erinnerung zurückbringen. Erinnerung woran? Ich will mich nicht erinnern. Wer bist du? Was machst du in meinem Garten, du Rabauke? Nein, Edna, kein Garten. Was? Hier spricht Emmett. Es ist der 13. Oktober 1931. Ja. Und gleich geschieht etwas. Oh ja, etwas Großes. Aber was? Sprich sie besser nicht an. Das bringt sie raus. Okay. Gut, dann wissen wir das schon mal. Was haben wir denn, dieses komische... was ich noch probieren wollte, Moment, ist der Mob auf dem Kaktus. Hier, Flümmchen, Haare schön machen und so. Mach da. Okay, ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass Danny eine Blondine war, aber... Jetzt vielleicht den Dings. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, die Blumen vielleicht dazu. Moment. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was dann passiert. Bip, bip, bip. Wieso, da sind doch Blumen. Da stehen sie doch, ne? Irgendwie, ne? Ich weiß nicht, was dann passiert. Ach, Moment. Wupp. Wupp. Was ist das? Wer ist da? Bitte, Marty, hol sie nicht aus ihrer Trance. Okay, die sind Trunks. Ach stimmt, der gute Doc hat hier anscheinend irgendwie hypnotisiert, ne? Haben wir denn eigentlich das Feuer? Ne, das haben wir gar nicht. Können wir denn... Wir können aber irgendwie gar nichts machen, ne? In das Fenster, da können wir nur dumm reingucken. Ednas Großvater. Na, hatten wir schon. Das ist dasselbe Bild, das ich in Ednas Wohnung... Ja, aber was nützt uns das? Irgendwie gar nichts, ne? Können wir denn... Haben wir das schon probiert? Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, dann machen wir es mal anders. Können wir denn die Blumen da? Das ist ja so eine kleine Spionagegeschichte. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, mit dem DeLorean. Ich weiß nicht, was dann passiert. Sag mal, weißt du eigentlich überhaupt irgendwas im... Aber sicher... Das ist das Klo. Können wir ein bisschen frische Luft ins Klo? Ich weiß nicht, was dann passiert. Oh, der weiß echt nichts, gar nichts.
die Blumen vielleicht mit dem Kaktus als Gespräch oder so? Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, dann quatschen wir noch mit dem Kaktus. Vielleicht jetzt mit den Haaren auf dem Kopf. Vielleicht kriegst du da noch eine andere Erscheinung. Wir wissen es ja nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Na, ich muss es erklären. Ja, ist okay. Hilf mir mal, Danny. Sprich nicht mit ihm. Ich lasse nicht zu, dass du Sachen über mich verbreitest. Okay, Aber da kommen wir auch nicht hin, ne? Ach, das ist das Fenster. Groß? Okay. Das ist dasselbe. Okay. So, dann mal hier die Tür, da kommen wir aber auch nichts. Ah, Moment. Hallo, komm mal hier rum, mein Freund. Die Türe, da können wir ja vielleicht mal das Schmiedeschild hinmachen. Dann ist sie in der Schmiede zu Hause. Das will sie bestimmt nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Oh, vors Fenster vielleicht. Vors Fenster, komm, mach was. Ich weiß nicht, was dann passiert. Der Lauren, aber wir haben auch nichts im Inventar. Es muss doch irgendeinen Grund haben, dass wir die Tickets noch haben. Das Foto von George wird uns so laut. Vielleicht da? Ich weiß nicht, was dann passiert. Du bist echt ein Struller, du weißt ja gar nichts. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was dann passiert. Bei Edna vielleicht, aber das dürfte auch nicht. Es ist eigentlich. Ich weiß nicht, was denn passiert. Vielleicht versetzt dich das zurück. Zurück wohin? Ich möchte nicht zurück. Bleib, wo du bist, Edna. Bitte, Marty, hol sie nicht aus ihrer Trance. Okay, dann machen wir das mit Doc. Vielleicht kann Doc mit dem Schild was anfangen. Wupp. Ich weiß nicht, was dann passiert. Marty, du gehst mir ein bisschen auf den Senkel, wenn ich ehrlich bin. Komm hier mit den Blumen. Komm hier, gib deiner Süßen ein paar Blumen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Es ist irgendwie ein bisschen eintönig, ey. Es ist so, ne? Komm, dann vielleicht mit den Karten. So. Ich weiß nicht, was dann passiert. Komm, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben jetzt die Eintrittskarten, ne? Und die sind fürs Scheißhaus. Also, wer aufs Scheißhaus will, muss eine Eintrittskarte haben. Ich weiß nicht, was dann passiert. Boah, so langsam, liebe Leute. Mal ganz kurz gucken, ob wir das Schild eventuell noch verbrennen können. Aber das macht er ja auch nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, Moment, dann machen wir jetzt mal hier. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, pardon, meine Freunde. So, jetzt nochmal hier den. Okay, jetzt macht er sich ein Feuerchen. Ah, genau, und da steht jetzt das Saloons-Schild und sie hat ja Saloons angezündet. Vielleicht kommt ihr da irgendwas in Erinnerung. So, hier, guck mal, Saloon, ey, Tony, du hast hier tausende von Bars in die Luft gefackelt. Raus! Reg sie nicht auf, Marty! Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Jetzt hatte ich so eine gute Idee und dann ja einen Scheiß hier. Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Können wir denn den Briefkasten oder irgendwas abfackeln? Oder den Kaktus? Wir müssen mal gucken, wo wir damit hinkommen. Heftig. Heftig? Sag mal, Alter, willst du mich verarschen? Genau, nimm dir mal die Fackel. So, und dann... Okay, Saloon. Mal auf Ende. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, das heißt, wir kommen da nirgendwo hin. Das heißt, solange ich die Fackel habe, haben wir keine Chance. Autsch, okay. Da hat er sich die Finger verbrannt, das ist nicht gut. Ich bin kurz davor, mir einen Tipp zu holen, meine lieben Freunde. Können wir denn... Das will er nicht, das will er auch nicht, das will er auch nicht. Ich weiß nicht, hier, das Foto vielleicht vom guten George. Ich weiß nicht, was dann passiert. Du weißt doch gar nichts, ey, Scheiße hier. So, da ist der... Aber das hatten wir auch schon. Moment, mit den Blumen haben wir, glaube ich, auch schon, ne? Ich weiß nicht, was dann passiert. Bei dem DeLorean vielleicht mit den Blumen? Ich weiß nicht, was dann passiert. Leute, ich bin gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, okay, dann müssen wir mit Doc nochmal quatschen. Ah, nein, Moment, erst die Blumen raus. So, was können wir denn jetzt machen, Alter? Helfen Sie mir bitte bei etwas. Ja?
Das haben wir noch gar nicht gefragt. Erklären Sie mir etwas, Doc. Edna ist in die Vergangenheit gereist und hat Hill Valley verschwinden lassen, richtig? Das ist die geltende Theorie. Und warum sind wir dann immer noch da? Was auch immer Edna in Hill Valley gemacht hat, muss so lange her sein, dass uns die Wellen der Zeitachse noch nicht eingeholt haben. Also, wie lange haben wir Zeit, bis sie uns einholen? Oh, wir haben sicher noch eine Stunde, bis alles den Bach runtergeht. Ja, super. Großartig. Wir haben noch eine Stunde. Ich denke mir was aus. Und unsere Zeit ist jetzt leider erreicht. Das heißt, wir haben jetzt keine Stunde mehr. Ich werde jetzt hier mal einen Cut machen und die Folge ausklingen lassen. Wie das hier weitergeht, meine lieben Leute, das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Und ich bin kurz davor, mir mal einen Tipp geben zu lassen. Aber wir werden sehen. Liebe Leute, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn wir nicht so viel erreicht haben. Aber die Atmosphäre finde ich ja doch irgendwo schon ganz stimmig. Ne? Scheiß aus Salon, sag ich nur. Ne? Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Beziehungsweise wollte ich gar nicht sagen, ich sage, wir sehen uns in der Zukunft, liebe Leute. Ciao, ciao.